Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Train Station Renovation. Und ich habe festgestellt, dass wir hier noch etwas zu reparieren haben. Wir haben nämlich Zugteile zum Austauschen, wofür wir den Schraubenschlüssel brauchen. Und dann können wir nämlich hier ein bisschen an dem Waggon rumschrauben. Zack. Und dann tauschen wir hier nämlich sämtliche Anbauteile aus, dass sie wahrscheinlich den Waggon hier rausschleppen können, würde ich jetzt fast behaupten. So. Den Waggon haben wir ja erst freigeschaltet. Das heißt, das hätten wir, glaube ich, vorher gar nicht machen können, wenn wir nicht... muss ich hier auch nochmal was machen? Ja, wenn wir nicht den Fortschrittbalken oben gehabt hätten. Wir haben ja, glaube das zweite, was war denn? Das erste war, glaube ich, den Bahnhof an sich freigeschaltet. Und das zweite war, glaube ich, dann den Waggon hier freigeschaltet, sodass wir hier quasi diesen, was sind das, mit Holz beladenen? Ich glaube schon. Oh, ist übrigens ein 13er Schlüssel, fällt mir gerade auf. Der wichtigste Schlüssel des Handwerkers ist ein 13er Maulschlüssel. Ganz wichtig, also wer selber Hand anlegt an seine Wohnung, Haus, wo auch immer, der weiß, dass der 13er Schlüssel der Schlüssel zu allem Guten im Haus ist, um es fertig zu kriegen. So. Okay. Muss ich da auch nochmal? Nee. Ups. Hier muss ich tatsächlich nichts mehr. Kann ich eigentlich irgendwo sehen? Habe ich irgendwas? Nee, ich sehe nur, dass ich 97% habe. Okay, in dem Fall habe ich alles weggeräumt. Das ist cool. Also wir brauchen Bänke, Stühle 4, Müllcontainer 2, Abfahrtstafel 1 und eine Uhr. Schauen wir doch mal. Wir brauchen eine Uhr. Oh. Wir nehmen diese Uhr. Dann brauchen wir ein... Fahrkartenautomat brauchen wir auch. Wir brauchen eine Abfahrtstafel. Nehmen wir die. Wieso ist die die teuerste, die am günstigsten aussieht? Egal. Nehmen wir die. Dann brauchen wir 4 Bänke oder Stühle. Nochmal kurz gucken. Na, Stühle draußen ist natürlich auch... Ich glaube, dass wir draußen... Wir arbeiten draußen mit Bänke und wir nehmen hier solche... hallo? Bank? Gehst du mal wieder nach... Hä? Okay. Das Ding will nicht nach oben, wie wir wollen. Jetzt alle. So. Was nehmen wir denn da? Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen tatsächlich diese eleganten hier. Da nehmen wir 4 Stück von. Dann brauchen wir, was brauchen wir noch? 2 Müllcontainer. Wo drunter fallen Müllcontainer. Könnten wir eigentlich die hier nehmen. So. Dann die 1, unsere Uhr. Kann ich die einfach so an die Wand machen? Beziehungsweise hier an die Säule wäre gar nicht mehr so schlecht. So. Mhm. Dann die Abfahrtafel. Die wäre nicht schlecht hier so mittig. Dann Bänke, Stühle. So. Eins, zwei, drei. Und hier noch eine. Vier. Ich finde es immer cool, wenn das so mittig steht und nicht am Rand. Ich weiß nicht, hier hinten sitzen ist irgendwie komisch. Wenn es irgendwie mittig sitzt, ist es immer so ein bisschen angenehmer. Dann Mülleimer. Wie viel brauchen wir? 2. Wäre ja eigentlich... Ja, auf dem Gullideckel nicht unbedingt. Einer so ein bisschen zentral und einer hier so ein bisschen weiter hinten. So. Damit hätten wir den Bahnsteig sogar schon tatsächlich erledigt. Dann lass uns mal kurz gucken. Weil ich glaube, dass wir hier bei... dem... Ah, da sollen wir auch noch was machen.
6 Möbel, ein Müllcontainer, zweimal Dekoration. Also, wir brauchen einen Müllcontainer. Dann nehmen wir... Wobei, wir sind hier drin, ne? So. Dekoration. Zwei waren es, ne? Wieso sollten wir hier dekorieren wollen? Egal. Nehmen wir einfach die günstigen. So. Und 6-mal Möbelstücke. Möbel. Ist das der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter? Oh ja, warte mal. Da stellen wir den rein. Den rein. Dann stellen wir da... ein modernes Regal rein. 3. 4. 5. Und dann gab es auch noch diesen... da. 6. So. Stellen wir den Müllcontainer hier vorne an die Tür. Dann... Gott, sind die groß. Können wir die einfach so... Gedanke ist da, Schließfächer für die Mitarbeiter des Bahnhofes natürlich. Dann machen wir hier nochmal so ein modernes Regal. Dann ist das Ganze natürlich Aufbewahrungsbox für irgendwelche alten, ausrangierten Teile. Also quasi so. So, die standen mal draußen, die braucht man alles nicht mehr, deswegen stehen die jetzt hier drin. Den würde ich jetzt sagen, machen wir hier vorne noch hin. So, und den machen wir so. Und die beiden Dekopflanzen machen wir einen da und eine da. So. Oh, wir haben den 86% First Star haben wir gekriegt. $3000, cool. Damit wäre der Raum auch abgehakt. Jetzt wollen wir natürlich noch die 100% knacken. Kommende Belohnung sind $1500. Ja, okay. 6-mal Bänke und Stühle. 3 Müllcontainer, 2 Uhren. 6-mal Bänke und Stühle hier drin. Okay. Da können wir auf jeden Fall schon mal für den Schreibtisch. Ein. Zwei, drei, vier. Oh, nur so eine kleine Sitzgruppe. Ja, hier. 5, 6. Da waren 2 Müllcontainer. Machen wir wieder die mit Deckel? Ne, wir sind hier drin. Machen wir, oder? Nehmen wir die. So, 2. Dann, was war es noch? 2 Uhren, 6-mal Deko. 2 Uhren hier drin. Würde ich sagen, die. Oh, davon 2. 2 Uhren, 6-mal Deko. So. Dann... ein Lebensmittelautomat und ein Fahrkartenautomat. Okay. Einmal Lebensmittel. Was nehmen wir denn da? Ah, hier, der ist gut. Und ein Fahrkartenautomat. Nehmen wir den. So. Also, das heißt... jetzt haben wir gar keinen Tisch gekauft. Worunter fallen denn hier Tische? Das ist nicht... am Möbel. Brauchen wir Möbel? Nö. Aber in dem Falle schon. Ja, wir brauchen noch einen Schreibtisch. Das geben wir mal zusätzlich aus. Das ist jetzt unsere eigene Investition. So, weil wir können ja hier quasi... so, dann haben wir hiervon, haben wir... ups. 3. Ist eigentlich schon gut so.
Passt das da? Eins. Zwei. Drei. Dann die beiden Stühle muss ich später platzieren. Ein da und ein hier. Dann die Uhren, dass die Leute auch wissen, wann sie abfahren müssen. Ups, falsche Taste. Dann. So. So, den Schreibtisch hier, den wollten wir hier. Dann wollten wir den Snackautomaten einmal hier vorne. Und den Fahrkartenautomat daneben. Kannst du Tickets kaufen und gehst gleich raus. Ja gut, ein bisschen eng. Egal. Zack. Die noch. Achso, jetzt haben wir natürlich... keine wirkliche Sitzgelegenheit, ne? Hä? Es wird mir ein Müllcontainer und ein Bankstuhl? Okay, also es wird mir ein davon und ein Müllcontainer. So, machen wir die. Dahinter und den Müllcontainer. Sind wir bei 95%? Irgendwas fehlt. Irgendetwas fehlt. Ah, Moment. Ja klar, natürlich. Ja, Elemente des Badezimmers 3 und ein Waschbecken. Also, ein Waschbecken. Da würde ich jetzt sagen, wir nehmen das hier. Ein Waschbecken und Element des Badezimmers. Händetrockner. Seifenspender. WC-Becken. Mal gucken, dass das alles da reinpasst. Also, WC-Becken. Waschbecken. Händetrockner. Seifenspender. Hä, ist aber 97%? Irgendwas fehlt noch. Darf gerade noch vielleicht? Nee. Haben wir alles eingesetzt, ne? Ja. Cool, irgendwas fehlt uns. Noch irgendwelche Schienen zum Abschleifen? Oh Gott, hier ist eine Welle in der Schiene drin. Super. Nee. Das ist ja geil. Wir brauchen 98% für den nächsten erfolgreichen Abschluss. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Wir kaufen noch eine davon. Ne, bringt uns tatsächlich nichts. Vielleicht... Nee. Oh. Ja, das wäre eigentlich
Da wäre ein Tisch gar nicht mehr so schlecht, ne? Da war es gerade. Irgendwo, da konnten wir ihn gerade blicken. Na komm. Der Tisch weigert sich. Super. Jetzt. So. Und machen wir die nochmal hier außen. Es bringt einfach nichts. Wie kriege ich jetzt die 100% noch voll? Habe ich denn irgendwo Dreck drauf oder sowas? Nee. Es ist nichts mehr da und ich komme nicht auf die 100%. Das ist auch nicht schlecht. Ich komme nicht auf die 100%. Vielleicht mit... Moja, wie kann ich... Wie schalten Sie die Beleuchtung der Station ein? Ah! Indem du alle Lichtschalter... Ah! Okay. Vielleicht einfach mal... Möbel. Moment, hier fehlt noch was. Hier fehlen elektronische Ausrüstung 3, Müllcontainer 1, Möbel 2. Aha. Möbel. Elektronische Ausrüstung. Bürogarderobe. Und eigentlich wäre noch sowas... Weißt du was, wir stellen 2 davon rein. Komm her. So. Dann was war's? 1 oder 2? CB-Radio. Ah, Ventilator und eine Kaffeemaschine. Oh, 3 Sachen. Und Müllcontainer. Elektronische Ausrüstung waren 3. Dann können wir dann noch hier das da und einen Müllcontainer. So, also. Gott. Jetzt eigentlich gedacht, dass der kleiner wäre. Weil ich da eigentlich die Kaffeemaschine draufstellen wollte. Gut, in dem Falle wird das vielleicht mit der Kaffeemaschine nichts. Also den hier hätte ich jetzt gedacht, stellen wir auf den Schreibtisch. Genauso wie das hier, stellen wir auch auf den Schreibtisch. So rum. Dann haben wir hier noch den Mülleimer. Den stellen wir natürlich nicht auf den Schreibtisch. Den stellen wir hier hin. Und dann stellen wir da noch die Kaffeemaschine. Kann ich die einfach da auf den Herd stellen vielleicht? Nee, stellen wir auch. Komm her. Da kann er sich selbst überlegen, wie. So. Die Aufgaben sind erfüllt. 100%. Coole Sache. Oh, das Level ist abgeschlossen. Ja. Fortsetzen. Ah, nein, Moment. Ich will nicht fortsetzen. Das Level ist abgeschlossen. Ja. Coole Sache. Das heißt, wir haben das erste Level zu 100% geschafft, haben auch nur 43 Minuten dafür gebraucht. Das ist super, 5 Sterne, 100% läuft. Liebe Leute, das soll es mit der Folge Train Station Renovation gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, hoffe die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, je nachdem, wann euch das Ganze anschaut. Und sag bis zum nächsten Mal.